verspricht den neutralen Fußballfans und Anhängern der beiden Teams einen hohen Unterhaltungswert. Die Besucher auf den Rängen bringen hier das Stadion zum Leuchten und zum Wackeln. Eine Atmosphäre, die selbst den erfahrensten Zaungast nicht kalt lässt. Eine Wunder. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Arid. Das ist eine Phase mit hohem Ballbesitzanteil für das Team. Modric. Zweiter. Ja, der Treffer zählt. So, und jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Wieder mal eine wundervolle Aktion von ihm. Er ist einfach schneller im Kopf und auf den Beinen und nutzt diesen Vorteil, um sein Team hier in Führung zu bringen. Wie blank der da steht. Also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Also das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen. Es wirkt einstudiert, fast wie im Training. Die Abwehr bekommt überhaupt keinen Zugriff, macht es ihm ganz leicht und das rächt sich. Bayer Leverkusen gerät in dieser frühen Phase bereits in Rückstand. Jetzt den präzisen Pass spielen. Kimmich. Taremi. Ein schwacher Pass. Seitenwechsel. Ball ist draußen, Einwurf. Taremi. Das könnte was werden. Und er zieht ab. Oh, wie er da durchgeht. Doch das spektakuläre Finish, das fehlt. Er ist ein intelligenter Spieler. Er erkennt die Situation, stößt im richtigen Moment nach vorne. Er arbeitet sich die Chance, nutzt sie aber nicht. Sie stehen jetzt mächtig unter Druck. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Ein guter Ball und sie sind durch. Ah, der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Das Motto heißt ganz klar ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Hier ist Taremi. Sané ist der Adressat dieses langen Balls. Sané. Botman. Er drischt ihn einfach mal davor. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Modric. Und der Heber. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Renan Lodi. Mit einem mutigen Vorstoß. Da ist die Flanke. Per Kopf. Also so macht er dem Torhüter keine Angst. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Malinowski. Großartiges Taremi!
Ein sehr kluger Pass. Da war er voll auf der Höhe. Dombele. Und raus, nach rechts. Ja, richtig starker Laufweg. Der Ball mit dem Kopf. Und die Hereingabe. Es geht über die rechte Seite. Rein damit. Taremi. Auf die Seite verlagert. Der Ball kommt. Und Kopfball! Sané hat bereits ein Tor mustergültig eingeleitet. Er kann sich die Ecke aussuchen. Da ist die... Er steigt hoch. Da ist es passiert. Da ist der Treffer zum viel zitierten psychologisch wichtigen Zeitpunkt. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Das können nicht viele und von dieser Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er den Körper einsetzt, den Ball abschirmt, den Treffer erzielt, das ist der Augenblick. Das ist jetzt gleich wieder ein ganz anderes Fußballspiel. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Modric. Nein, da geht die Fahne hoch. Einfach nach vorne geschlagen. Das hat er so gut gesehen. Arid. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. There will be 1 minute added time. Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Gnabry. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Das ist es, was die Fans sehen wollen. Ein Tor auf jeder Seite. Es steht immer noch unentschieden. Substitution in progress. Die zweiten 45 Minuten laufen. Sie haben doch fast alles richtig gemacht in der ersten Halbzeit, bis auf diese verflixte Chancenverwertung. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie in der zweiten Halbzeit da weitermachen, wo Sie aufgehört haben, dann haben Sie hier richtig gute Chancen. Gutes Auge, guter Pass. Hier ist Arid. Er versucht es einfach mal. Ja, da pocht das Herz tief in der Hose. Boltmann. Bayer Leverkusen, klar mit Ballbesitzfußball jetzt. Ja, und das kann für die Zuschauer durchaus attraktiv sein. Wenn es funktioniert, machst du damit das Spiel breit. Dabei ist das gar nicht so wichtig, ob du viele Individualisten im Team hast. Nur noch das 1 gegen 1. Das könnte was werden. Und die Flanke. Gewaltiger Satz. Und er macht ihn. Fantastisch von Malinowski. Vielleicht ist genau das der Unterschied. Der eine oder andere in Gedanken noch in der Kabine. Er ist hellwach. Und dafür wird er hier belohnt. Mit dem Führungstreffer. Neuer war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Ja, da war natürlich auch eine Menge Glück im Spiel. Der Ball fällt ihm genau vor die Füße. Number 14. Und jetzt liegen sie vor. Mal sehen, ob sich das auf ihre Spielweise auswirkt.
Sie haben mit guter Moral das Spiel gedreht. Sie sind jetzt in einer neuen Situation. Jetzt müssen Sie die Führung verteidigen. Harit! Schuss Richtung Tor. Drin das Ding. Fantastisch. Was ist hier los? Alles wieder ausgeglichen. Nach dem Rückstand waren sie einfach zielgerichteter, engagierter. Und das, was wir hier sehen, das ist der verdiente Lohn. Herrlich. Einfach herrlich dieser Schuss. Und der fällt da hinten runter wie ein Stein. Oh Mann, das schauen wir uns doch mal an. Das ist ja eine Flugkurve, die genügt allerhöchsten ästhetischen Ansprüchen. Es ist ein irres Fußballspiel. Der absolute Wahnsinn. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort so, genau so. The attendance for this match was 70,987. Gut gesehen, guter Laufweg. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Malinowski. Da ist der Pass. Da steigt er hoch. Eine Glanzleistung des Keepers. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Harit. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Hier ist Lewandowski. Tor für den AS Rom. Und damit ist das Comeback perfekt. Unwiderstehlich, perfekte Schusshaltung und präzise. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Kimmich ist zur Stelle und entschärft die Situation. Er nimmt ihn an und Tor! Und schon wieder Ausgleich, das geht hier rucki zucki. Ich glaube, dieser Rückstand war der Weckruf für sie. Auf einmal hatten sie mehr Zug in den Aktionen. Stellt sich die Frage, warum nicht gleich so? Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Der Remy ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Substitution on the field. Number 14. Jetzt haben wir einen Wechsel. So, und wieder alles auf Gleichstand. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Es kommt am Ende. Da ist die Chance. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. So, Abstoß. Nee, Moment, es gibt Ecke. Number 15. Number 56. Alexis Salamakis. Er schraubt sich hoch. Kurz und bündig, Chance dahin. Sie wissen ganz genau, solche Chancen kriegst du nicht oft und dementsprechend sauer sind sie. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Überhaupt keine Frage, die Einstellung dieser Mannschaft ist über jeden Zweifel erhaben. Sie wollen den Sieg und sie arbeiten dran. Da hat er den Überblick behalten.
Macht er richtig, dass er da den Mitspieler mit einbindet. Das ist klassischer, richtig guter Ballbesitzfußball. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Die Chance für Santa Makers. Pedri. Und ab geht die Post. Spielverlagerung auf die linke Seite. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Ikone versucht, über rechts durchzukommen. Hier kommt die Hereingabe. Und den gut hochgegangen. Ja, ist er denn verrückt? Und damit dürften sie durch sein. Und der Kerl steht richtig gehend in der Luft. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Mann, oh Mann, das ist nichts für schwache Nerven. Aber es macht ungemein Spaß. Oh nein, falsche Richtung. Das ist natürlich super bitter für ihn. Er muss das jetzt wegstecken und weitermachen. Ein Albtraum für jeden Spieler, ein Eigentor. Schade, so ein Tor zu kassieren ist wirklich bitter. Ab und zu passiert's eben. Ob Glück oder nicht, drin ist drin. Das Team verwaltet ganz klar diese Partie. Der Schlusspfiff.